Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Teller. Das war's. Das ist wirklich das Ende. Wir versuchen gerade die Welt zu retten und irgendwie hat sich das Kollektiv damals der Menschen gewünscht, unbewusst, dass die Welt untergehen soll. Wieso genau, weiß ich leider auch nicht. Auf jeden Fall versucht Gaia oder Regaia, nee, Lost Gaia? Auf jeden Fall versucht, diese Macht, diesen Wunsch zu erfüllen und die Apokalypse herbeizurufen. Und wir haben versucht, das zu bekämpfen. Und, also ich finde, wir haben das gut gemacht, aber das Spiel ist da anscheinend anderer Meinung. Die da. Aber sie ist ja eigentlich von Lost Gaia. Beziehungsweise sie ist die Original Gaia, okay. Wollt ihr trotzdem nicht aufgeben? Ich fühlte nur den Wunsch der Menschheit. Das ist es, was ihr wolltet. Wisst ihr noch? Ich will diesen Teufelskreis nicht mehr vorantreiben. Es ist besser, dieser grausamen Realität ein Ende zu setzen. Hunger, Krieg, Armut, Krankheit, egal wie viel Zeit vergeht, all dieses Leid wird bestehen bleiben. Die Menschen sind unfähig, sich zu respektieren, selbst wenn sie die Ansichten des jeweils anderen verstehen. So seid ihr alle, tief in eurem Herzen. Ihr habt dies nur noch nicht erkannt, weil ihr es alle voneinander verbergt. Jedes Mal, wenn ihr euch gegenseitig verletzt, brecht ihr einen Teil eures eigenen Herzens heraus. Eine solch unvollkommene Lebensform sollte besser aussterben. Eine perfekte Lebensform sollte den Weg ebnen, wie eine künstliche Intelligenz, die kein Herz besitzt. Wie ich da so... Okay, mein Charakter ist gerade richtig hart fertig. Und die Menschheit soll zum Schlussakkord ihrer Spezies gelangen. Ihr habt euch das alles selbst zuzuschreiben. Wir sind unvollkommen, aber wir träumen! Natürlich, ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber leider kann nicht jeder so sein wie du. Ist es dir noch nicht aufgefallen? Niemand hat jemals wirklich deine feste Entschlossenheit begreifen können. Leute wie dich hat es im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer und immer wieder gegeben. Solche Leute nennt man Helden. Sie gelten als außergewöhnliche Geschöpfe. Besondere Geschöpfe, die keine Menschen sind. Die Menschen konnten sie in ihrer Welt nur dadurch akzeptieren, dass sie diese Helden nicht als Menschen ansahen. Weil sie zu großartig waren. Die Leute glauben lieber daran, dass es sich nicht lohnt, sich anzustrengen. Sie sehen lieber einfach nur zu. Daran, dass du so stark bist, besteht kein Zweifel. Aber die Stärke deiner Entschlossenheit macht dich einsam. Wie willst du den Schlussakkord der menschlichen Spezies auf eigene Faust rückgängig machen? Steigt dir dein Ego nicht langsam zu Kopf? Ich habe es bis hierhin geschafft. Ich habe unzählige Gefahren überwunden. Habe ich das alles wirklich nur für mich selbst getan? Bin ich auf mich alleine gestellt? Nein, du hast Freunde. Power of Friendship and so on. Nun, genug geredet. Die Geschichte der Menschheit endet hier. Wie oft muss ich dich noch besiegen? Du verstehst es wohl nicht, alter Mann. Yume ist nicht allein. Ja, jetzt kommt Power of Friendship. Du hast mir aus der Dunkelheit geholfen, als ich wegen Tiela am Boden war. Jetzt ist es an der Zeit, mich dafür zu revanchieren. Mich hast du auch immer unterstützt. Dank dir haben wir so viel zu erreichen. So viel erreicht, lol. Yay, Friendship is Magic. Es ist mir immer eine Freude, in deiner Nähe zu sein. Würden wir dich nicht alle mögen, hätten wir uns nie gefunden. Ich möchte, dass du mit dir bis zum Ende durchziehen. Okay. Du warst wütender auf Kierkegaard als alle anderen, als er mich betrogen hat. Du hast es dir zu Herzen genommen. Ah, sie hat recht. Diesmal liegt es an uns, dir den Rücken zu stärken.
Ihr profitiert da ja eigentlich auch von. Also ihr wollt ja auch nicht sterben, oder? Also, wir sind bei dir, Yumi. Wir sind alle zusammen so weit gekommen, weil es uns wie dir geht. So wie deine Gefühle zu uns durchgedrungen sind, werden sie auch irgendwann diesen Planeten erreichen. Exakt. Selbst ich als nichtmenschliches Wesen kann deine Gefühle wahrnehmen. Es ist noch zu früh für das Ende dieser Spezies. Und das kann ich nur dank dir sagen, Yumi. Dank dir konnten wir an den undenkbaren Traum glauben, das Silenzium zu beenden. Lass es uns zu Ende bringen. Worauf warten wir noch? Verteilen wir ein paar Tritte an den Händen, oder was? Oh, Aria. Ach, als ich auf diesem Planeten aufgewacht bin, war ich ganz allein. Das hat mir das Gefühl gegeben, dir ein wenig näher zu sein, weil du auch keine Verwandten hast. Aber du und ich, wir waren letztendlich doch verschieden. Und trotzdem hast du mich gerettet, als die Omen mich verschleppt haben. Und ich konnte nicht verstehen, warum du das getan hast. Aber als ich mehr Zeit mit dir verbracht habe, konnte ich es langsam verstehen. Du kannst nicht tatenlos zusehen, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt. Das bist einfach nicht du. Ach, sieh dich nur mal in der Stadt um. Wohin du auch blickst, überall findest du Leute, denen du auf irgendeine Art und Weise geholfen hast. Es kommt also überhaupt nicht in Frage, dass wir dich hier sitzen lassen. Du hast uns alle daran erinnert, wie wichtig es ist, eine Verbindung zu anderen zu haben. Dieser Schlussakkord der Spezies ist ein Haufen Unsinn. Denk doch nur mal dran, dass die Welt dank jemanden wie dir immer noch eine Chance hat. Und das sage ich, die bereits eine Apokalypse miterlebt hat. Die Menschheit kann von vorn beginnen. Seit ich dich kenne, Yumi, habe ich wirklich angefangen, daran zu glauben. Also komm schon. Gehen wir, Yumi. Sie warten alle auf dich. Friendship is magic. Nochmal kloppen. Oh, come on. Warum verstehst du es nicht? Deine Mühen sind umsonst. Lass uns diesen Albtraum beenden. In der Tat. Nun gut, wenn du darauf bestehst. Oh, die Chronomalien. Dann werde ich dir klar machen müssen, dass der Traum jetzt ein Ende hat. Warum kämpfst du gegen den Untergang an? Die Menschheit hat ihn gewollt. A new star was born. Its life began. A long life, spanning 4.6 billion years. Now let the battle commence.
Kamera auf! Au! Er wird aber permanent auch geheilt, ne? Also ist das so ein Kampf, den ich nicht verlieren kann? Weil ich bekomme irgendwie dauernd gerade Heal. So, okay, eine Chronomalie haben wir. Oh, ich habe gerade auch nochmal einen Boost an. Ich glaube, es ist ein Kampf, den man einfach nicht verlieren kann. Ah, das ist der Monolith-Ursprung Sommer. Wir bekämpfen quasi gerade den Sommer. Okay, den Sommer haben wir auch schon. Das ist fein. Das Wasser wurde geboren. Leben, Menschheit entstand. First there was life. It evolved. And humanity was born. Jeder Einzelne war eine Sammlung von Wundern. Oh, nerv nicht. Oh, es geht nicht. Oh nein, meine Ulti ist schief gegangen. Wie gemein. Sammle viele kleine Wunder. So. Im Herbst haben wir auch schon. Winter wird kommen und das intelligente Leben schadet sich weiterhin selbst. Winter is coming. Oh. Humans destroy even the most beautiful things in this world. Ich finde es krass, dass ich immer wieder geheilt werde. Das ist wirklich unmythisch. Das ist einfach nur storymäßig. Uns alles beenden. Bitte nicht. Wow, da kommt einmal noch. Okay. Okay. Selbst wenn du mich jetzt aufhältst, ändert das nichts daran, wie alles enden wird. Ihr Menschen verschwendet selbst ein solch kostbares Wunder und erzeugt weiterhin eure wertlosen Doppelhelix. Aber das hat zu einem weiteren Wunder geführt. Hä? Wer bist du? Es könnte eine Zeit kommen, in der alles verloren geht. Wie du gesagt hast, könnten die Menschen in einem Meer von gegenseitigem Misstrauen untergehen. Ja, das werden sie. Ihr Winter der Zerstörung ist unabwendbar. Und trotzdem wird die Menschheit weiterleben. So wie die Jahreszeiten wechseln, wird auch die Menschheit einen weiteren Frühling erleben. Genau, Rigaya, zeig's ihr. Wenn sie weitere Wunder dieser Art vollbringt, könnte sie auf eine andere Zukunft zusteuern. Vertrauen wir auf sie und wachen wir über sie, während sie danach strebt, in diesem Augenblick zu leben. Versprich mir eine Sache. Ganz gleich, wie schwer es wird oder wie hoffnungslos es manchmal erscheinen mag. Du lässt niemals den Kopf hängen. Du blickst immer nach vorn.
Es ist vorbei. Dank dir ist das Silenzium für immer Geschichte. Vielen Dank, Yumi. Ich wusste, es würde dir gelingen. Ich bin froh, dass ich mich an jenem Tag auf dich verlassen habe. Danke, dass du mich gerettet hast. Nein, in Wahrheit bin ich gerettet worden. Da die Dinge klarer geworden sind, wird es Zeit, dir alles zu erklären. Wenn du es hier sicher herausschaffst, dann suche mich in der Orbitalwiege auf. Bitte komm allein. Wie wenn ich es hier sicher herausschaffe. Oh Gott. Hier drüben. Niu, oh mein Gott. Ja? Ja, sie. Nun ist alles vorbei, also werde ich dir alles erzählen. Allerdings ist es möglich, dass du mit diesem Wissen nie wieder in diese Welt zurück kannst. Hörst du mich trotzdem an? Ja. Also gut, wirf einen Blick auf diese Kapsel. Oh Gott, das bin ich selbst. Auf der Kapsel steht der Name Yumi. Was ist das? In dieser Kapsel schläfst du, Yumi, dein wahres Ich. Die Verwirrung steht dir ins Gesicht geschrieben. Doch ich denke, dir ist bereits aufgefallen, dass tief in dir ein weiteres Bewusstsein existiert. Wenn du dich am Scheideweg befindest oder eine wichtige Entscheidung treffen musst, flüstert es dir zu. Meinst du mich? Das bedeutet nicht, dass du eine gespaltene Persönlichkeit hast. Nein, ihr beide seid Yumi. Erinnerst du dich, als du inmitten des Silenziums aufgewacht bist? Du bist meinem Ruf gefolgt. Yumi! Yumi! Raus aus den Federn, Schlafmütze, Zeit aufzuwachen! Entschuldigung. Ja. Ja. Ich habe deinen leeren Körper mit einem Bewusstsein erfüllt. Und dieses Bewusstsein stammt von Yumi, von der Person, die in dieser Kapsel ruht. Das bist du. Du scheinst zu glauben, dass du deine Erinnerungen verloren hast. Das liegt daran, dass du überhaupt keine Erinnerungen an diesen Planeten hattest. Warum hast du das getan? Dein Bewusstsein war der Schlüssel zur Rettung dieses Planeten, weil du nicht nur das Leben auf der Erde, Los Gaia, kennengelernt hast, sondern auch das auf dem neuen Planeten, Regaia. Hättest du nur eine von beiden Welten gekannt, wärst du wie Vorbotin Aria gezwungen gewesen, eine zu zerstören. Obwohl, das wäre eigentlich etwas ganz Natürliches. Alle Lebewesen haben einen natürlichen Überlebensinstinkt. Doch genau deswegen habe ich dich gebraucht. Deine Entscheidungen haben deine Werte widergespiegelt, obwohl du dich nicht an sie erinnerst. Anstatt dich zwischen zwei Welten zu entscheiden, hast du die außergewöhnliche Entscheidung getroffen, beide zu retten. Ohne deine feste Überzeugung wären wir niemals nach Gaia durchgedrungen. Wir hätten das Silenzium nie beenden können. Nur du konntest das vollbringen.
Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, beide Welten zu retten. Oh mein Gott. Und zum Glück hast du es geschafft. Oh. Danke. Ich werde dir für deine Entscheidungen auf ewig dankbar sein, Yumi. Dies ist die Geschichte deiner Welt. Oh mein Gott. Also bitte, halte deine Welt weiterhin in Ehren. Die Planeten werden über dich wachen. Ich werde über dich und die Menschheit wachen. Ich habe den Epilog abgeschlossen. Yay! Okay. War's das? Oh, nimm mir. Liebe Yumi, wie ist es dir ergangen? Ich bin nach langer Zeit wieder in Nemea und schreibe dir einen Brief von der Aussichtsplattform. Oh. Es ist nun einige Monate her, seit ich die Argus-Brigade verlassen habe, um der königlichen Garde beizutreten. Anfangs hatte ich befürchtet, die königliche Garde könnte eine Spur zu hart für mich sein, aber mit der Hilfe von Shrieker und der des Ordens halte ich irgendwie durch. Im Moment mag die Welt friedlich erscheinen, aber da draußen benötigen noch immer Leute unsere Hilfe. Nemea ist allerdings so friedlich wie immer. Asia ist der königlichen Garde beigetreten, hat begonnen, Kinder ins Waisenhaus zu bringen. Oh. Oh. Deswegen haben wir immer alle Hände voll zu tun. Apropos, würde es etwas ausmachen, wenn ich ihn von dir erzähle? Zack, jetzt liest sie wieder vor. Ach, Estina. I like her. Ich bin überzeugt, deine Geschichte würde sie inspirieren. Sag mir Bescheid. Ich freue mich auf deine Antwort. Hallo, wie geht's dir? Bei mir ist alles gut. Mein Alltag in der Bar macht mir Freude. Ich singe jeden Tag Lieder und die Gäste sind nett zu mir. Der Barkeeper hat sich ein neues Gericht ausgedacht. Es ist wirklich lecker, also komm mal vorbei und probiere es. Ich habe den Eindruck, dass wir in letzter Zeit viel mehr Gäste von außerhalb haben. Das ist gut möglich. Und ich kann mir auch vorstellen, woran das liegt. Hey Yumi. In letzter Zeit sind viel mehr Touristen nach Shotolla gekommen. Prinzessin Imo scheint hart zu arbeiten. Prinzessin, Reisen waren in der Vergangenheit eine beklemmende Angelegenheit. Ist es nicht wunderbar, dass wir wieder ohne Angst reisen können? Das ist es in der Tat. Ich hege übrigens selbst Reisepläne, von denen ich dir erzählen möchte. Hör zu und staune, mein nächstes Ziel ist der Himmel. Okay. Er will fliegen vielleicht. Es geht viel zu schnell. Ich weiß, ich müsste den Notianus ansprechen und könnte jederzeit in den Himmel düsen. Das war gerade viel zu schnell. Ja, der Text geht übrigens automatisch weiter. Ich habe keinen Einfluss darauf. Aber ich möchte den Himmel selbst erobern. Wenn mir die Erfindung meines Himmelsschiffs gelingt, möchte ich, dass du der erste Passagier bist. Wieso fragst du dich? Weil du es mir am wenigsten übel nehmen würdest, wenn ich abstürze.
Liebe Yume, die Unruhen innerhalb des Ordens ist inzwischen deutlich abgeklungen. Dieses Jahr sollte friedlicher werden. Die Anhänger scheinen ebenfalls besser Stimmung zu sein. Es ist, als sei der Zwischenfall mit der Floßindulgencia nie geschehen. Hat das sogar Claire. Unter den Einwohnern der Hauptstadt herrschte anfangs eine Atmosphäre des Argwohns und Misstrauens. Aber inzwischen haben wir uns zusammengerauft und das alles hinter uns gelassen. Ich glaube, hier macht sich der Einfluss, den du auf sie hattest, bemerkbar. Stop it. Übrigens, sind die Neuigkeiten über die königliche Garde zu Ohren gekommen? Hä? Mit Asia oder was meinst du jetzt? Wie ich hörte, will Asia beitreten. Von nun an werde ich als Repräsentantin des Ordens mit ihm kooperieren. Ja, dann mach das mal. Meine Hoffnung ist, dass dies die Zusammenarbeit auf der ganzen Welt fördert. Oh yeah. Oh, und wegen Praka. Jo, wie läuft's bei dir? Ich bin wieder voll im Geschäft. Söldner finden in der Regel überall Arbeit. Oh, aber eine Sache hat sich geändert. Ich arbeite jetzt für den Orden. Holla! Die königliche Garde hat mir verraten, dass die fähige Leute suchen. Eigentlich, war es Shrika, die mich angeworben hat. Aber nach mir wird gefahndet. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Hey du, wir wollen dich! Allerdings ist es schön, sein Dasein nicht mehr im Schatten fristen zu müssen. Leider gibt es da diesen Priester, der es einfach nicht lassen kann, mir auf die Nerven zu gehen. Anscheinend hat er Wachdienst am Westtor. Weißt du, um wen es sich handeln könnte? Ha? Das Paradiesprojekt macht Fortschritte. Keine Sorge, es ist nicht das Projekt, von dem Geist gesprochen hat. Es ist der Plan, den Himmel aus der Fantasie der Menschen auf diesem Planeten Wirklichkeit werden zu lassen. Mit anderen Worten, es geht um die Entstehung eines offenen Edens, eines sicheren Zufluchtorts. Wir haben eine Führungsperson gefunden, die unsere Effizienz drastisch erhöht hat. Da wir als KI unsere Unfähigkeit erwiesen haben, eigenständig moralische... Oh, es geht wieder schnell. Aria macht sich gut als unsere Anführerin. Erzähl mir, Yume, wie ist die Welt ohne das Silenzium? Ohne Probleme mit der Chronomalie verlassen wir das Schloss der Illusionen und die Orbitalwiege nur selten. Bitte berichte mir, wie sich die Welt verändert hat, wenn du einen Moment Zeit hast. Ich könnte diese Daten auch dem Monolith entnehmen, aber ich bevorzuge deine Meinung dazu. Ich erwarte dich im Luftschiff. Wo hast du so lange gesteckt? Ich musste im Fanpost lesen. ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, schön, dich wiederzusehen. Ich habe diese Art der Kommunikation vermisst. Na, in letzter Zeit unterhalte ich mich ausschließlich mit der KI. Jedenfalls wollte ich dich etwas fragen. Ich möchte, dass du mich auf eine Forschungsreise begleitest. Wohin geht's? Naja, in Doskaya wurde eine nicht registrierte Idenzuflucht entdeckt. Dort möchte ich hin, aber ganz alleine wäre ich ziemlich einsam, also... Du hast doch eine Menge Freizeit, oder? Ich meine, von der Feldarbeit abgesehen. Klar. Danke.
Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Okay. Freut mich, dass du mitkommst. Ich hätte nicht gewusst, wen ich sonst fragen soll. Oh, eine Forschungsreise. Es wäre schön gewesen, wieder mit allen zusammen unterwegs zu sein. Wie in alten Zeiten. Aber seit dem Ende des Silenziums kümmern sich alle wieder um ihre eigenen Angelegenheiten. Ich und mein KI-Team müssen etwas wegen Lost Gaia unternehmen. Aria, hast du wirklich geglaubt, du könntest dich auf uns nicht verlassen? Oh mein Gott, es ist sogar Einhorn dabei. Oh mein Gott, es ist Einhorn. Ich dachte, unsere Einstellung hat sich nicht geändert. Oh, eine Dame helfe ich jederzeit. Ich würde für dich auch, ich würde für dich auch alles stehen und liegen lassen, Aria. Na, siehst du? Oh. Aber wieso? Oh Gott. Hallo, ich bin da. Du hast gerufen? Yumi hat mich gebeten, herzukommen. Du, lass mich raten. Du lebst noch immer im Haus von Yumi. Na und? Wie kannst du mir böse sein, wo ich so viel Verstärkung mitgebracht habe? Mich hat jemand anderes hergezerrt. Und zwar die da. Die da? Ach, sag, was du willst, aber vorhin warst du ziemlich begeistert. Du warst ganz aus dem Häuschen, alle wiederzusehen, weißt du noch? Oh, hard to get, boys, wieder hard to get. Nein, war ich nicht. Oh nein, Einhorn. Wird uns die eigentümliche Kreatur ebenfalls begleiten? Ha, wie kannst du es wagen, mich so zu verunglimpfen? Aber du bist doch eine Kreatur. Das reicht jetzt, du Wichtel. Siehst du, Aria? Wir lassen euch beide nicht einfach so allein gehen. Ich bin gerührt. Ein Problem für Lost Gaia ist unser aller Problem. Du solltest dich mehr auf uns verlassen. Wir sind deine Teamkameraden, erinnerst du dich? Du hast recht. Ich danke euch allen. Dann sollten wir Yume wieder die Leitung der Untersuchung übertragen, wie in den alten Zeiten. Jawohl. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Oh, nutzen wir nicht die Kapsel in Lefe? Ich ahne das bereits, also habe ich eine neue Funktion ins Luftschiff eingebaut, die Reisen nach Lost Gaia ermöglicht. Wann hast du... Yume, bereit zum Abflug? Bereit, wenn du es bist. Verstanden. Start wird eingeleitet. Ziel Lost Gaia. Eden zu Flucht. Okay. Und das war's. Auf in neue Abenteuer. So, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Das war unser Projekt. Beim Projekt Harvestella. Ich bin durch. Und ja, es war ein sehr schönes Spiel. Ich hätte mir jetzt, sage ich mal, ein bisschen mehr Farming-Aspekte gewünscht. Das kam mir doch alles ein bisschen sehr zu kurz. Aber der Rest war echt schnieke. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich gebe dem Spiel 7 von 10 Sternen. Wie gesagt, wenn ihr es auch spielen wollt, ist es für die Switch erhältlich. Ich selbst spiele es auch auf der Switch. Aber das gibt es auch für den PC, für Steam. Also schaut einfach mal rein. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war ein echt langes Projekt mal wieder. Gut, dann lasse ich die Credits noch durchlaufen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ciao.